Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirschhausen zu Haus. Die Osterferien sind zu Ende und nirgendwo Stau. Corona macht's möglich. Wenn man nirgendwo hinfahren kann, steht man auch nicht im Rückreiseverkehr. Und noch eine kuriose, positive Nachricht dieser Tage. Deutschland hält seine Klimaschutzziele ein. Spoiler, aber nur als Nebenwirkung. Schöner wäre es ja, wenn wir das auch ohne Virus hinbekommen könnten. Wie geht's euch? Wie seht ihr die Lage? Wir sind nach vielen Wochen des Lockdowns kurz davor, dass wir von jedem wissen, welche Haarfarbe er hat, wenn er nicht zum Friseur kann. Danke für alle eure Kommentare und Rückmeldungen zum Podcast mit Manfred Lütz als Osterspecial. Wer es nicht gesehen hat, der Link unten führt euch dahin. Besonders hat mich gefreut, dass, obwohl das auch einen christlichen Touch hatte, das Gespräch, Atheisten und Muslime sich gleichermaßen angesprochen fühlten. Hirschhausen zu Hause hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wohl aber darauf, immer eine neue Perspektive einzubringen. Und so auch mit dem heutigen Gast, Manfred Spitzer. Er ist Arzt, Bestsellerautor, Neurowissenschaftler und in einer besonderen Art gelehrt und neugierig zugleich. Wir kennen uns schon viele Jahre, unter anderem bei den Psychotherapeutentagungen in Lindau macht Manfred mit seiner Band immer Musik, also ein vielseitiger Geist. Er ist seit 22 Jahren ärztlicher Direktor der Psychiatrie an der Uni Ulm. In unserem Gespräch habe ich viel gelernt über Weisheit als Schutz für die Seele, darüber, dass das Coronavirus auch ins Gehirn konkret gehen kann. Apropos gehen, warum alleine im Wald spazieren weniger einsam macht. Und Manfred Spitzer wäre nicht Spitzer, wenn er nicht auch findet, dass digitaler Unterricht überbewertet wird. Aber etwas ganz, ganz Spannendes wusste er auch über Katzen. Eins nach dem anderen. Viel Spaß. Manfred, du bist seit vielen Jahren Leiter einer psychiatrischen Klinik. Was hat Corona mit der Psychiatrie gemacht? Naja, also erstmal hat Corona die Psychiatrie eigentlich unmöglich gemacht. Denn wir haben ja, also seit Kant ist Psychiatrie eine Störung des Sensus communis, also psychiatrische Krankheit. Man kann nicht mehr miteinander. Und das ist auch das, was im Grunde immer im Vordergrund steht, weswegen in der Psychiatrie natürlich ganz viel in Gruppen passiert. Und das tut den Patienten auch gut, das machen wir auch. Und auch, also alles, was wir da machen, ist immer eine Gruppe. Und im Zeitalter des Social Distancing, also es sollte ja körperliche Distanzierung heißen und nicht soziale Distanzierung. Wir sind jetzt auch sozial beieinander, obwohl körperlich ein paar hundert Kilometer voneinander weg. Insofern, aber diese körperliche Distanzierung, das klappt halt nicht, wenn man eine Gruppe hat. Und das war vor 4 oder 5 Wochen etwa richtig, richtig schwierig. Und wir haben im Grunde die Psychiatrie in dieser Zeit jetzt neu erfunden. Und es war gar nicht so einfach. Also Chefvisite mit einer Gesichtsmaske und so, aber nicht die Hand geben. Nach 22 Jahren anders, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und da geht es einem so wie die Politiker, die am Anfang auch mal die Hände und dann wieder wegziehen. Und so habe ich mich dann x-mal erlebt. Das war natürlich was Komisches, aber das funktioniert. Wir haben auch angefangen mit videobasierter Psychotherapie. Das ist auch nicht so einfach. Aber wir haben vieles, vieles, vieles umgestellt, damit es überhaupt weiterläuft. Und das war richtig viel Arbeit, muss ich schon sagen. Welche Ebene fehlt dir denn, wenn du sagst, videobasierte Psychotherapie ist nicht so einfach? Was wird dann digital nicht übertragen? Wir unterhalten jetzt auch wieder uns zusammengeschaltet, aber würdest du sagen, da gibt es auch eine Ebene an Resonanz, die man einfach nicht digitalisieren kann? Also ich glaube schon, dass es gibt eine Ebene an Unmittelbarkeit, die man nicht digitalisieren kann. Wobei ich glaube, es gibt Abstimmungen, die davon abhängen, wie gut man sich kennt. Also zum Beispiel, wenn wir miteinander telefonieren, dann brauche ich eigentlich gar kein Skype. Da reichst du mir schon an der Ohrmuschel, weil das Kopfkino läuft ja eh mit. Also ich sehe dich ja vor dem geistigen Auge und das ist bei den Leuten verschieden. Bei den einen, sie sehen alles ganz bunt und ganz detailreich mit ihrem geistigen Auge und die anderen nicht so. Das ist seit über 100 Jahren gut bekannt. Wir Menschen sind da unterschiedlich, aber bei den meisten läuft ein Film mit und je besser man sich kennt, desto besser ist natürlich auch der Film. Wenn ich aber jemanden überhaupt noch nicht kenne, dann läuft eben auch kein Film. Deswegen, gerade wenn man mit weniger Bekannten sich austauscht, ist das Reale immer viel besser. Also ich sag mal, mit dem Ehepartner, mit guten bekannten Freunden kann man telefonieren. Das wäre fast, als hätte man sich getroffen. Nehmen denn psychische Krankheiten zu? Also du hast ja als Arzt auch zu tun mit einer Klientel, die gerade irgendeine Form von Filmriss oder andere störende Sender in ihrem Film haben.
Und da ist sozusagen die menschliche Begegnung ja sowohl für die Diagnose wichtig. Also man kann ja einen psychisch Kranken in MRT schieben, aber das bringt einem herzlich wenig. Man braucht im Gespräch sozusagen das Gefühl, ist das einfühlbar, ist das verrückt von der Wahrnehmung von anderen und so weiter und so fort. Also wie muss ich mir das vorstellen? Hat Corona allein durch die Angst vor dieser Pandemie auch schon zu einer Zunahme an psychischen Erkrankungen geführt? Kann man das schon sagen? Also das ist noch schwierig zu sagen, aber ich glaube, Corona führt doch zu einer Reihe von Konsequenzen. Also zunächst mal, es gab tatsächlich Patienten, die jetzt zu uns gekommen sind, die ganz eindeutig Corona-Opfer sind. Dahingehend, also ich meine jetzt nicht, dass die Infektion geholt haben, sondern dahingehend, dass zum Beispiel jemand, der plötzlich nach Hause geschickt wird, weil der Job nicht mehr ging, weil es war eben eine Erzieherin, Kindergarten wurde geschlossen, die hatte sowieso relativ wenig Kontakte und hatte plötzlich fast gar keine Kontakte mehr. Und das war für sie fast nicht auszuhalten. Also wir merken das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass alles viel schlimmer wird. Im Gegenteil, es gibt natürlich auch die Tendenz, dass die Menschen sagen, also ins Krankenhaus gehen wir nicht, da stecken wir uns nur an, weil da sind ja andere Kranke. Oder dass Angstpatienten plötzlich, weil alle Angst haben, gar nicht mehr auffallen, beziehungsweise gar nicht mehr so ein besonderes Merkmal haben, dass sie sich vor irgendwas fürchten. Wovor ich persönlich mich am allermeisten fürchte, sind eigentlich diejenigen, die zu wenig Angst haben. Nicht die, die zu viel Angst haben, jetzt ein bisschen Panik schieben, sondern die, die zu wenig Angst haben, die ihre Ängste verleugnen, verdrängen oder irgendwas damit machen und dann so, ach, ich werde das schon hinkriegen, mir macht das alles gar nichts, wenn man halbwegs seriös denkt und handelt. Wie erklärst du dir, dass gerade in solchen Krisenzeiten plötzlich Verschwörungstheorien Millionen Klicks haben? Also irgendwie gibt es ja eine Sehnsucht nach solchen einfachen Erklärungen, oder? Und vor allen Dingen, wie widerlegt man die? Also ich kriege auch jeden Tag irgendwie auf dem Handy irgendwelche Videos, ja, Eckart, sag mal, was hältst du davon? Und ach, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Und erste Frage, woher kommen diese Verschwörungstheorien? Und wie kann man Menschen, die offenbar wirklich in einem komischen Film gefangen sind und das gar nicht so erleben, wie kann man die korrigieren, ohne dass man das eigentlich nur weiter bestätigt? Das ist ja schon an der Grenze zum Wahnhaften. Ja, das ist psychiatrisch einfach schon mal sehr interessant. Und ich denke mir, hier muss man mehrere Dinge beachten. Zum einen, es gibt natürlich so einen Boden. Also dieser Nährboden für Verschwörungstheorien ist, dass man selber ängstlich ist. Zweitens, dass man gerade eher auf der Seite der Loser ist, nicht der Winner. Da gibt es große Untersuchungen, die das ganz klar gezeigt haben. Also Verschwörungstheorien sind was für Loser. Das ist schon mal durch. Und Verschwörungstheorien, die wachsen auf Angst. Und jetzt haben wir sozusagen vielfach beides, nämlich Menschen, die durch die Krise wirklich was verlieren. Gott sei Dank hierzulande kaum den Arbeitsplatz, aber vielleicht Einnahmen, vielleicht auch Kontakte, die dann kommt so eine Bedrohung auf uns zu, die ja bei Corona das Dumme hat, dass wir sie nicht gut kennen. Also wir kämpfen ja gegen ein Phänomen an, was wir noch nicht gut verstanden haben. Und genau deswegen, weil man heute noch nicht so viel versteht, und immer besser was versteht, deswegen kommen natürlich auch dann schnell Gedanken, ja, hättet ihr doch das so gemacht und hättet ihr das so gemacht und warum habt ihr es nicht, da muss doch noch was anderes sein. Und es gibt also eine Reihe von Merkmalen, die Angst, das Verlieren und auch das Unbekannte, die im Grunde genommen Verschwörungstheorien tatsächlich, du räumst auf, Verschwörungstheorien tatsächlich irgendwie besonderen Nährboden geben. Das möchte ich mal sagen. Ich kann übrigens auch aufräumen. Guck mal hier. Bitte schön. Hey, jetzt sind wir dabei. Oh, was hast du da? Das habe ich auch immer gerne. Und also du mit deinem Geweih, ich mit meinem Hirn, da kommen wir gut, kann ich mithalten. Und die Hände haben das Hirn in der Hand oder das Hirn hat uns in der Hand? Die Hände haben das Hirn in der Hand. Also nach dem Motto, sollst dein Hirn in die Hand nehmen, das ist ja mein Motto. Und dann tue ich es auch wieder hier nebenan. Alles gut. Ist denn die Wirkung vom Virus selber auf das Gehirn schon entschlüsselt? Weil wir haben ja zum Beispiel dazu gelernt, dass ein Verlust von Sinnesfähigkeiten im Schmecken Teil der Infektion ist. Und das hat ja offenbar mit irgendeiner Nervenwirkung zu tun. Ich kenne das so aus dem Studium mit Herpesviren, dass die auch das Nervensystem befallen. Das heißt,
Also es gibt offenbar auch Viren, die, obwohl man denkt, das geht auf die Lunge, uns irgendwie auch im Nervensystem schädigen. Wie ist das? Also es ist tatsächlich so, dass eine Reihe von Publikationen mittlerweile darauf hingewiesen haben, dass das Coronavirus keineswegs nur auf die Lunge geht. Das, was ganz wichtig ist, weil man findet ja eben auch, du kennst die Diskussion, ah ja, man stirbt nicht am Corona, man stirbt mit dem Corona und hat einen Herzinfarkt oder einen Leberschaden oder die Niere versagt und dann ist man ja gar nicht ein Corona-Opfer. Das stimmt aber nicht, weil man ganz klar mittlerweile weiß, dass das Coronavirus eben auch aufs Herz gehen kann, es kann auch auf die Leber gehen, es kann auch auf die Niere in etwa einem Viertel. Also in einem Viertel aller Fälle geht es auch wirklich schwer auf die Niere mit entsprechenden feingeweblichen Veränderungen, die man gerade vor 2 Tagen eine schöne Studie dazu publiziert hat. Und man weiß eben auch aus diesen bislang Gott sei Dank schon aufgearbeiteten Fällen, zum Beispiel in Wuhan, dass es Coronavirus auch aufs Hirn geht. Mit welchem Prozentsatz, das ist noch nicht ganz raus. Du hast erwähnt, die Riechstörungen, die eben tatsächlich auftreten können. Aber man hat auch Postmortem, also bei Leuten, die schon dann an Corona gestorben sind, wo man dann eben auch, das gehört eben dazu, das Hirn aufgearbeitet hat, tatsächlich bei manchen davon dann Veränderungen im Hirn gefunden, also sowas wie Enzephalitis, also Entzündungszeichen im Gehirn. Und das Coronavirus kann ganz offensichtlich eben auch aufs Hirn gehen. Interessant ist, es ist nicht im Blut. Also der Operateur, der muss keine besonderen Vorkehrungen treffen, wenn der da vor einem offenen Bauch schafft oder vor einer anderen offenen Wunde, dem Situs, wie man so sagt in der Chirurgie. Der Situs ist sozusagen keimfrei, weil das Coronavirus da nicht hingeht, beziehungsweise da immer offenbar abgefangen wird. Also immer noch relativ rätselhaft, das ganze Ding. Ja. Was ist das Überraschendste, was du, ich kenne ja niemanden, der so viele Studien verschlingt wie du, in den letzten Wochen über Corona gelernt hast? Es gibt eine ganze Reihe von Arbeiten, die mal gezeigt haben, was passiert eigentlich bei einer Pandemie so in der Medizin? Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir sowas haben. Und das Erste, was ganz oft passiert ist, die Mitarbeiter sind weg. Weil die haben auch Angst und die wollen es nicht kriegen und die sind hochgefährdet. Was kann man tun, damit das nicht passiert? Auch das ist gut untersucht. Und das Wichtigste, was da rauskam, ist, man kann sie informieren. Denn wenn alle das Gefühl haben, wir wissen so viel wie der Chef auch, oder vielleicht, also mindestens so viel, haben noch unsere eigenen Erfahrungen, aber wir wissen was, dann ist plötzlich dieser Gegner nicht mehr so ein Angstgegner, den man gar nicht kennt, sondern wir sind alle auf dem gleichen Stand. Wir wissen, das müssen wir hinkriegen, der Laden muss laufen. Und dann kriegen wir es hin und dann läuft auch der Laden. Und das ist das, was, wie gesagt, Studie nach Studie immer wieder gezeigt hat. Und ich glaube, das war auch hier ganz wichtig, weswegen ich jetzt schon mehrfach über Corona gesprochen habe. Also ich bin da selbst der Referent und wir machen halt dann eine kleine Corona-Fortbildung und eine Woche später noch eine und eine Woche später noch eine. Immer das Neueste. Ja, und du hast mich gefragt, was gibt es da zum Beispiel? Also was ich vor 3 Tagen gelernt habe, und das fand ich ganz interessant, was macht Corona bei Tieren? Und also Schweine, Enten und Hühner und Hunde sind außen vor. Also man hat die versucht zu infizieren und die werden nicht infiziert. Frettchen, so kleine wieselähnliche Viecher, die kann man als Modell der Corona-Krankheit nehmen. Die infiziert man, dann kriegen sie sofort auf der Lunge und kriegen auch dann entsprechende Flüssigkeitsansammlungen. Also an denen könnte man zum Beispiel Therapien untersuchen, weil die wirklich sehr anfällig sind. Und das fand ich am interessantesten, Hauskatzen. Also Katzen, wir haben ja alle von den Tigern in New York im Zoo gehört, die eben auch Corona haben, aber Katzen insgesamt sind offensichtlich eben auch durch das Virus infizierbar und das hat man tatsächlich an Hauskatzen untersucht und das ist ein Science Paper gewesen, also nicht irgendein entferntes Fachblatt. Wenn es bei dir hämmert, bei mir hämmert es, das ist nämlich eine Baumaschine draußen. Bei uns ist dauernd Baustelle seit 1,5 Jahren. Also es ist halt, es hämmert halt. Und also Katzen und, sind eben auch betroffen. Und es ist wichtig, in diesem Paper, immerhin in Science Magazine publiziert, steht am Ende, es könnte sein, dass es notwendig wird, dass wir Katzen auch testen, so wie wir ja Menschen testen, um rauszukriegen, sind die infektiös. Und müssen die dann in Quarantäne? Das wurde nicht weiter diskutiert. Aber das fand ich schon bemerkenswert, wenn man weiß, dass Leute ganz eng mit ihren Katzen zum Teil schmusen und im Bett liegen und alles Mögliche teilen. Dann finde ich das bemerkenswert, denn wir haben eine Menge Katzen in Deutschland und wir kennen Parasiten, die Menschen und Katzen befallen. Toxoplasmen sind eine andere Sorte. Aber wenn bei den Schwangeren immer die Geschichte mit den Toxoplasmen. Genau, wenn das bei Corona. Aber das ist natürlich eine Schockmeldung. Ich glaube, das steht morgen in der Bild-Zeitung.
wenn es da heute noch nicht stand, aber ich weiß nicht, ob die alle Science Paper gelesen haben wie du. Aber dass Katzen sozusagen betroffen sind und eventuell auch als Überträger eine Rolle spielen, das war mir neu. Zum Thema Risikowahrnehmung bei den Katzen habe ich ein tolles Buch gerade neu, weil ich mich ja auch um das Thema Klima und Corona kümmere. Katapult, das ist, glaube ich, eine österreichische Gruppe von Grafikern. Und da ging es ja auch bei der Frage, ob man Windkrafträder vertreten kann, weil da Vögel zu Tode kommen, hatten die eine sehr, sehr schöne Grafik. Ich versuche die mal gerade zu finden zum Zusammenhang, wie viele Vögel sterben durch Windräder und wie viele sterben durch Katzen. Ah, hier. Ich weiß nicht, ob du das jetzt sehen kannst. Ich kann das sehen, ja. Jährlich sterben in Deutschland 115 Millionen Vögel, weil sie gegen Glasscheiben fliegen. Mhm. Das ist hier dieser ganze Bereich. Ja. Ja. Dann kommen die Hauskatzen. 100 Millionen tote Vögel durch Hauskatzen. Mhm. Und hier Windkraftanlagen, 0,1 Millionen. Also ein absolut mini-mini-Teil. Jäger spielen noch eine Rolle, Stromleitungen, Autos und Züge. Aber Hauskatzen und Glasscheiben, das sind die Killer. Und so gesehen finde ich das ein spannendes Thema, ob wir auch bei Corona erleben, wie wenig Menschen eigentlich in der Lage sind, Risiken richtig einzuschätzen. Also Beispiel, wir haben 8,8 Millionen Tote jedes Jahr durch Luftverschmutzung. Hat bisher keinen groß interessiert. Plötzlich sagen Politiker, Gesundheit geht vor Wirtschaft. Ja, und bisher war das aber nicht so. Bisher konnten wir relativ unbehelligt weiter fossilen Dreck in die Luft pusten, der sowohl für die Atmosphäre und das Klima weltweit als auch für den Menschen direkt, also durch Auspuffgase, durch viel Luftverschmutzung, passiert ja auch lokal durch Verbrennen in Hütten und so weiter in nicht-europäischen Ländern. Und wie erklärst du dir, dass plötzlich eine bislang, keiner weiß, wie es weitergeht, aber eine relativ geringe Zahl an Todesfällen bei Corona dazu führt, dass drastische Maßnahmen ergriffen werden, die bei einer gigantischen Zahl von Todesfällen und auch einem gigantischen Risiko nach vorne, Klimakrise und Gesundheit, bisher keine Rolle spielten? Ich glaube, das hat mehrere Erklärungen. Die eine ist, die Klimakatastrophe, die ist in den meisten Köpfen, glaube ich, noch eine sehr virtuelle. Also ich hoffe noch auf ein paar Hollywood-Blockbuster. Wir hatten ja schon über Virus, also Outbreak ist ja so ein schöner Film, was passiert, wenn da ein Virus tatsächlich oder so eine Epidemie tatsächlich kommt und was passiert, alles ganz Schreckliche. Da gab es jetzt auch sogar, glaube ich, nochmal eine Netflix-Nachverfilmung. Also es gibt sozusagen einiges, was man angucken kann. Und beim Klimawandel, da gibt es natürlich den Film von Al Gore mit vielen hohen Wellen und so weiter. Aber ich glaube, wir brauchen noch ein paar Katastrophenfilme zum Klimawandel. Und damit für die Leute so richtig klar wird, hey, was heißt das eigentlich, wenn der Meeresspiegel um 2 Meter steigt? Und da war eben eine Meldung, die kam in der Tagesschau, ja, wir gucken jetzt, wir unterstützen jetzt TUI mit 1,8 Milliarden. Und da habe ich mir so überlegt, warum eigentlich TUI? Ich habe nichts gegen TUI, aber TUI ist ein Reiseveranstalter. Und wir wissen, dass mit dem vielen Fliegen und mit dem vielen Reisen es einfach weniger werden muss, weil sonst einfach die Erderwärmung nicht in den Griff zu kriegen ist. Also warum müssen wir jetzt Dinge stützen, die wir eigentlich gar nicht stützen wollen? Weil wir gleichzeitig, wenn wir die andere Krise auch betrachten, es eigentlich klar wird, wir sollten hier bestimmte Prioritäten setzen. Und ich meine, das hat sich Gott sei Dank rumgesprochen. Also ich habe am Tag drauf einen Freund getroffen, der sagte, du, den Gedanken hatte ich just in dem Moment auch. Also wir waren sicher nicht die Einzigen. Du weißt, einer ist keiner, aber zwei sind schon viele. Aber wo wir gerade an dem Punkt sind, wie gut sind wir eigentlich, ohne es zu wissen, finde ich auch spannend, dass wir eine Naturwissenschaftlerin an der Spitze der Regierung gerade haben und eben keinen Populisten und keinen Psychopathen, wie viele andere Länder gerade. Also Frau Merkel, wenn ich dir ins Wort fallen darf, die weiß sicher, was eine Exponentialfunktion ist. Also wenn x, y voneinander abhängen und x steht so irgendwo oben, ja, dann geht es eben nicht irgendwie rauf, sondern da geht es rauf, buff, ganz rauf. Und die Amis haben einen schönen Spruch, everything works until it doesn't. Und das finde ich super, ja. Aber ich will es mal versuchen klarzumachen, weil es gibt immer noch viele Leute, die das nicht verstanden haben. Aber man muss sich klar machen, dass wir brüsten uns immer mit unseren vielen Intensivstationsbetten, ja. Aber wenn man eine exponentielle Steigerung hat
und wir sind sozusagen bei der Hälfte der Betten. Und wir haben eine Krankheitssteigerungsrate von eben jeden Tag Verdopplung. Sowas kann es ja auch mal geben. Ja, wir haben jetzt weniger, aber wir haben halt auch exponentiell, heißt es wird immer mal doppelt so viel nach einer Woche oder nach, im Moment sind es über 20 Tage. Aber auf jeden Fall, es ist jetzt so viel und dann doppelt so viel. Hast du eine Patientenverfügung? Würdest du selber beatmet werden wollen? Ich würde schon beatmet werden wollen. Ich bin noch jung. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Verfliegst noch eins. Deswegen habe ich jetzt keine Lust, schon abzunippeln. Also wenn man über 80 oder über 90 ist, dann kann man sich das alles überlegen. Und es ist ja, gibt ja auch Länder, wo jetzt die Patientenverfügung richtig auch durch die Decke gegangen sind, weil alle Leute gesagt haben, also lieber, dass es mich trifft, als dann einen Jungen. Das finde ich auch sehr, sehr verantwortungsvoll, wenn die Leute das machen. Ja, aber ich muss sagen, dass es jetzt sozusagen Parolen von oben gibt, nach dem Motto über 80 gleich heimschicken, lohnt nicht mehr. Das finde ich, da hast du das vorhin richtig hervorgehoben, da sind wir besser und ich finde, da können wir auch stolz drauf sein, dass wir eben nicht so leben, schnell miteinander aufrechnen. Das Triagieren, wenn es kommt, muss es einer machen, dann sollen es Mediziner machen, weil die machen es halbwegs rational und das sind die, die muss man dafür, jeden Tag dafür prügeln, dass sie es machen und sie machen es dann eben und sie machen es ganz ungern. Wenn das andere machen, dann gibt es vielleicht welche, die machen es am Ende gerne und die sollte man es definitiv nicht machen lassen. Bisschen wie bei Platon, der hat ja auch gesagt, die Philosophen sollten regieren, aber die wollen das nicht, deswegen muss man sie jeden Morgen dafür prügeln, damit sie es tun. Und solche Leute wollen wir an der Regierung haben, die es nicht wollen, aber es dann trotzdem machen. Das finde ich einen schönen Gedanken und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, ich hatte gerade vor Corona-Zeiten ist eine Tante von mir gestorben und da, mit der hatte ich das auch lange gesprochen, dass sie explizit nicht eben Intensivmedizin wollte und die war Ende 70, aber auch schon vorerkrankt und so gesehen ist der Moment, den wir haben, wenn du sagst, wir haben eigentlich Zeit gewonnen, auch ein Moment, wo man sich überlegen sollte, mal mit seinen Eltern, mit seinen Angehörigen tatsächlich darüber zu sprechen, wie möchte man behandelt werden, wie möchte man sterben und beatmen ist kein Spaß. Also es wird immer so getan, das ärgert mich auch in der öffentlichen Diskussion, als wäre sagen die Menge an Beatmungsbetten der Schlüssel zum Erfolg. Ganz viele ja. Menschen sterben dann an der Beatmung, vielen wird sozusagen mechanisch das Sterben verunmöglicht und das ist auch überhaupt nichts, was man jemandem wünschen sollte. Also beatmen kann einem, ich habe jetzt gerade mit einem Intensivmediziner auch darüber gesprochen, die kann einem Zeit kaufen sozusagen und kann Zeit gewinnen, die entweder der Körper nutzen kann, um wieder sich selber zu berappeln. Aber es ist kein, nicht automatisch sozusagen ein Heilmittel. Und deswegen finde ich. In etwa die Hälfte der Beatmeten, also während der Beatmung dann. Und dann wird irgendwann abgeschaltet, wenn man sieht, da geht wirklich nichts mehr. Also es ist kein Allheilmittel. Und schon. Und du als Freund des Gehirnes, ganz viele Menschen haben danach so ein Durchgangssyndrom, wie nach einer Narkose sind ja schon viele ältere Leute überfordert. Wir wissen ganz wenig darüber, wie Narkosemittel überhaupt wirken auf das Gehirn. Man hat auch bei Kindern Gedächtnisstörungen nach einer Narkose schon nachweisen können. Und erst recht, wenn du schon ein bisschen dement bist oder Durchblutungsstörungen hast und länger beatmet bist, du bist oft danach rehapflichtig oder nie mehr derselbe. Das heißt, das muss auch mit aufgeklärt werden, dass das was tut mit unserem Rest des Körpers. Ja, es ist von der Lunge her, vom Herz her und auch vom Gehirn her ist man nicht mehr derselbe. Und das sollte man eben den Leuten auch sagen, weil man weckt sonst die Idee, ja, ich brauche nur den Respirator und dann wird alles schon wieder werden. Und so ist es eben nicht. Medizin ist nicht so technisch, wie es manchmal verkauft wird. Vieles, was im Prinzip geht, geht dann in dem und dem Fall halt doch nicht so gut oder gar nicht. Und das sollten auch alle wissen. Und ich glaube, ich finde das eigentlich auch das Spannende, dass der Wert von Public Health, also wenn man, eigentlich ist die Medizin ja fairerweise lange Zeit mit unglaublich stolzer Brust rumgelaufen und gesagt, wir können eigentlich alles. Wir können tolle Medikamente, tolle Impfungen, tolle Operationen, Hochintensivmedizin. Wir verballerten 1 Milliarde Euro jeden Tag im Gesundheitswesen, schon vor Corona. Das ist eine unglaubliche Industrie, die aber immer daherkam mit, wir haben für alles eigentlich eine Lösung. Es ist nur sozusagen eine Frage von Know-how und Geld. Und das stimmt eben nicht. Für viele Dinge haben wir keine Lösung. Und daran, finde ich, kann man auch bei Corona sehen, dass es einem die Augen öffnet, dass das Wirksamste ist, dass Leute sich nicht näher kommen. Hey, das ist keine High Science, kann man nicht patentieren, aber es ist das Beste, was wir haben. Und ich finde, wir entdecken wieder, dass Gesundheit eben nicht was Individuelles ist, sondern ganz stark
etwas ist, was in Gemeinschaft passiert. Und dafür ist Corona auch gut, oder? Die Wiederentdeckung des öffentlichen Gesundheitswesens. Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir das eben jetzt erleben, mitkriegen. Und ich glaube auch wirklich, dass wir, weil du das vorhin angesprochen hast, wir sterben ja an uns selbst vor allem, also nicht am Corona. Und wir sterben zum Beispiel auch, das stand in einem der weltbesten Medizinfachblätter vor ein paar Jahren, die haben von einer Pandemie gesprochen, aber nicht von Corona geredet, sondern von der Inaktivitätspandemie. Also kein Witz, im Weltfachblatt, die Inaktivitätspandemie. Und da stand wörtlich drin, dass wenn wir alle 1000 Schritte, also 10% etwa pro Tag mehr laufen würden, das ist so ein eine halbe Stunde spazieren gehen, ja, eine halbe Stunde bis eine Stunde spazieren gehen, dann würde das die Gesamtmortalität um etwa 10% senken und das waren dann etwa umgerechnet, das sind so 500.000 Tote pro Jahr, hätten wir weniger. Also durch Spaziergang, ja. Jetzt kann man noch. Gibt es das auf Kasse? Ja, gibt es das auf Kasse, ganz genau. Wir denken dann immer gleich, ja, wie kriege ich das irgendwie geregelt und wie kann ich ganz bezahlen? Also, wir haben vor kurzem gefunden, in der Studie haben wir selber gemacht, dass zum Beispiel, wenn Kinder ihr Smartphone mal weglegen für einen Monat, dann laufen sie tatsächlich 10% mehr. Das heißt umgekehrt, sie laufen 10% weniger mit Smartphone. Jetzt hat die Hälfte der Weltbevölkerung hat ein Smartphone, mal 10% weniger. Umgerechnet auf das, was das ist, ist eine 250.000 Tote durch das Smartphone und das weniger rausgehen und weniger Schritte laufen. Wenn man das so sagt, gucken einem Leute groß an, bist du verrückt, spinnst du? Aber nein, ich rede einfach von Zahlen, die haben wir jetzt schon. Ja? Und mit denen könnten wir auch jetzt sagen, hey Leute, ihr habt es in der Hand, wann ihr sterbt und wie gut es euch vor allem im Alter geht. Wir wollen ja alle gesund sterben. Das ist ja die Kunst. Nicht so unbedingt ganz lang leben, sondern tot umfallen und das, wenn es geht, gesund. Und das ist ein ganz großes Problem. Unser Medizinsystem läuft im Moment eher so, dass wir lange leben, aber schon früh eher leiden. Und wir wollen eigentlich wirklich gesund, tot umfallen, am besten mit 120. Und da sind wir weit weg. Mit 120 Jahren, nicht mit 120 Stundenkilometern. Das muss man noch kurz. Mit 120 Jahren zum 120. Geburtstag am besten tot umfallen, kerngesund. Das ist doch das Ziel. Und aber das ist doch ein tolles Beispiel, weil wir auch bei der neuen Stiftung, die ich habe, Gesunde Erde, gesunde Menschen, auch immer sagen, die Veränderungen, die anstehen, zum Beispiel Städte, wie wir sie jetzt erleben, dass man mit dem Fahrrad fahren kann, ohne dass man im Autoverkehr erstickt oder umgefahren wird, das ist ja was Gesundes. Das ist auch kein Verzicht, sondern es ist ein Lebensqualitätsgewinn. Und wir wissen das auch aus Holland, wer mehr Fahrrad fährt, hat ein besseres Gleichgewichtssinn, hat weniger Demenz, hat weniger Fett, hat weniger Herzinfarkt und Schlaganfall. Also diese Vorteile von einer gesünderen Lebensweise, die sind viel mächtiger als jede Pille, jede Operation, alles, was die Medizin kann. Also da haben wir jetzt einen großen Bogen gemacht zu einem Thema, wo ich auch weiß, dass du dich da extrem lange mit beschäftigt hast, nämlich Einsamkeit. Also was macht dieses sozial isoliert sein mit den Menschen? Und wenn du uns da nochmal die Dimension aufzeigst, wie verbreitet das in Deutschland ist, würde mich auch nach vorne raus interessieren, was hilft, sich seelisch gut zu tun, damit wir gestärkt durch diese Krise kommen. Ja, also wie ich vorhin ganz eingangs gesagt hatte, das Distancing, was man jetzt machen soll, das ist nicht dasselbe wie tatsächlich sozial nicht mehr miteinander sein. Also wir sind es ja jetzt auch gerade und wir sind weit weg. Und zweitens ist tatsächliche soziale Isolation immer noch nicht das gleiche wie Einsamkeit. Ich will es ganz kurz erläutern. Es gibt Leute, gerade in der Psychiatrie, ich kenne viele, ja, als Patienten, die baden in der Menge, aber haben das Gefühl, ich bin völlig losgelöst von allen anderen und ich habe keinen Draht zu denen, die haben keinen zu mir. Das ist alles nur so irgendwie künstlich und gespielt und nicht wirklich. Also das gibt es tatsächlich viel. Also man kann sozial nicht isoliert sein und sich einsam fühlen. Umgekehrt gibt es Leute, die sind ziemlich isoliert, fühlen sich aber überhaupt nicht einsam. Die sagen, ach, ich habe meinen Bridge-Abend, meinen Kegelclub und dann rede ich am Telefon, bin ich mit meinen Kindern einmal die Woche. Das reicht mir eigentlich. Und die fühlen sich nicht einsam. Also es ist nicht dasselbe. Das Pathologische ist aber die Einsamkeit. Das Gefühl, ich habe niemanden, mit dem ich sprechen kann. Ich bin wirklich ganz auf mich allein gestellt. Dieses Gefühl geht tatsächlich mit mehr Stresshormonen im Blut einher. Das kann man messen. Und
Und das ist ganz wichtig. Stress wiederum ist eine super Notfallreaktion. Wenn ich aber immer ein bisschen Stress habe, dann mache ich immer ein bisschen hohen Blutdruck. Ich mache immer ein bisschen zu viel Zucker. Ich habe also Bluthochdruck, ich hab Zucker. Und vieles regle ich runter, nämlich die Immunabwehr zum Beispiel. Und das heißt, ich kriege eher eine Infektionskrankheit oder auch eher Krebs. Das heißt, der chronische Stress, der macht bestimmte Todesursachen. Und der macht andere, weil er was runterregelt, eben auch noch andere Todesursachen. Wenn man die alle zusammennimmt, dann kommt tatsächlich raus, dass Einsamkeit der Killer Nummer eins ist. Und das ist nicht so dahingesagt, sondern das ist im Jahr 2010 zum ersten Mal aus einer großen Studie rausgekommen. Nicht Bluthochdruck, nicht Rauchen, nicht Übergewicht, nicht das Übliche macht uns, also ist sozusagen der Nummer eins, was uns umbringt, sondern Einsamkeit ist Nummer eins, was uns umbringt. Und weil das so ein irrer Befund war, hat uns alle, also die Fachleute schon, sehr beschäftigt, hat man es nochmal gemacht, nicht an 300.000, sondern an 3,5 Millionen knapp. Und da kam es gleich nochmal raus, im Jahr 2015. Also Einsamkeit ist tatsächlich ein wichtiger Gesichtspunkt. Deswegen halte ich es ja auch wirklich für sehr gut, dass wir hier keine Ausgangssperren haben, sondern dass man tatsächlich noch raus kann und dass es auch mit einem anderen kann man sich noch unterhalten, also auch tatsächlich unterhalten, nicht nur über Medien. Und so, dass ich denke, wir liegen da auch bei den Maßnahmen ganz richtig. Denn wenn man jetzt Leute, die sowieso schon nicht so sehr Hans Dampf in allen Gassen sind, auch noch einsperrt, dann macht man ihr Immunsystem ganz kaputt. Und solange wir gegen Corona nichts haben, außer unser eigenes Immunsystem, wir haben ja nichts. Wir haben nur das. Und wenn wir das dann noch platt machen durch falsche Verhaltensweisen, die vielleicht noch von oben befohlen werden, dann haben wir ganz schlechte Karten. Und ich denke mir, das darf nicht passieren. Vielleicht noch was, man kann eben auch rausgehen. Und rausgehen ist wieder was ganz Wichtiges, denn wenn man sich einsam fühlt, und das gibt auch schöne Forschungen dazu, und man geht allein in den Wald, kommt man tatsächlich weniger einsam wieder raus. Nicht, dass man trifft und umarmt, rauskommt. Nein, es ist, die Einsamkeit ist weniger geworden. Einfach das Gefühl der sozialen Isolation. Und das ist völlig verrückt, denn hier hat die haben psychologische Experimente vor wenigen Jahren Dinge empirisch rausgefunden, die kann man bei keinem anderen als bei Immanuel Kant nachlesen, der vom gestirnten Himmel über mir und dem moralischen Gesetz in mir gesprochen hat, vor über 200 Jahren. Dicke Bücher über diese Sachverhalte. Und was er damit letztlich ja meint, ist, es ist hier die Natur, und zwar sogar die unbelebte Natur. Das wussten wir schon, Sterne, das sind Riesenbrocken, Brocken da oben, da lebt nichts. Und Moral, und was hat das zu tun? Und da schreibt er sogar auch das genau Gleiche, was heute die Psychologen auch schreiben, nämlich, wenn ich daran denke, an die Natur, hohe Bäume, Wasserfälle, Berge, meinetwegen sogar die Sterne, da bin ich eigentlich selber winzig klein dagegen. Gleichzeitig erlebe ich mich als Teil von dem großen Ganzen, dann bin ich wieder gleichzeitig ganz groß. Und dieses gleichzeitige Fühlen, ich bin ganz klein und ich bin ganz groß, das macht mich auf eine eigenartige Weise zu einem sozial verträglicheren Menschen. Weil ich nehme mich dann nicht mehr so wichtig, zugleich merke ich aber, ich bin doch Teil des Ganzen, der ist ja auch Teil des Ganzen. Und so bin ich auf wundersame Weise durch Naturerleben netter, hilfsbereiter und tatsächlich einer, der mehr auf andere zugeht. Und das ist eigentlich, wenn man das mal weiß, ich glaube, dann kann man ganz mit vollem Herzen sagen, hey, wenn ihr euch einsam fühlt, geht raus, geht in den Wald, es tut euch gut. Natürlich die Luft und die Bewegung sowieso, aber auch die Einsamkeit wird dadurch besser. Und wenn jemand zuschaut und jetzt denkt, hey, ich könnte rausgehen, dann hat er es richtig gemacht, denn deswegen sage ich das ja gerade. Also nach diesem Gespräch werde ich auf alle Fälle noch einmal in der Natur einen Baum umarmen und wenn nicht alle den gleichen Baum umarmen, dann ist es auch infektionstechnisch keine Gefahr. So ist es. Ich habe ja, ich habe zwar von Kant keine Ahnung, aber ich habe Viktor Frankl ein bisschen gelesen, der auch in der Extremsituation, in der Krise, nämlich im KZ war als Neurologe und jüdischer Arzt und hat überlebt und hat sich danach große Gedanken gemacht darüber, was schützt die Seele in solchen Extremsituationen. Und er fand drei Dinge, nämlich einmal Sinn. Du hast eben auch gesagt, sozusagen eine Idee von Sinnhaftigkeit von dem Ganzen hilft. Er hat gesagt, die Kraft von Gemeinschaft ist wichtig und auch Humor. Was würdest du sagen, was sind sozusagen die großen seelischen Stützen in Krisen? Wie kann man die pflegen? Ich glaube, das Wichtige ist, was jeder mitbringt. Wenn man, also es gibt eine schöne Untersuchung, die gezeigt hat, dass gerade wenn man für sich allein sein muss, was da sehr hilft, ist, Entschuldigung, das Wort Weisheit.
Das hört sich jetzt ganz komisch an, aber man kann ja Das kennt man sagen, nur aus der Waschmittelwerbung, also gell? ein gebildeter Mensch, der sagt, hey, was, ich habe Zeit, super, ich wollte mich schon immer mal damit beschäftigen oder das Projekt mal verfolgen oder vielleicht mal was zu Papier bringen oder sowas, der hat damit keine Probleme. Und deswegen, also was schon da ist, Also das hat man eben. Weisheit hilft, aber die kann man jetzt auch nicht in Tüten kaufen, die kann man auch nicht löffeln, die Okay. berühmte Weisheit. Aber das heißt also, Ich glaub, ein Leben lang ein sowas wie eine kindliche Neugier zu kultivieren, das schützt einen auch in Krisen. das ist wichtig. Vielleicht ganz, ganz wichtig folgende ein paar ganz simple, dumme Ratschläge, aber vielleicht doch ganz wichtig. Erstens, nicht immer überlegen, was jetzt alles nicht geht. Es geht halt nicht. Ja? Und wer dann immer nur darüber nachdenkt, was jetzt nicht geht und das geht nicht und das geht nicht, der ist natürlich dauernd ständig frustriert. Ja? Sondern im Gegenteil, hey, ich habe jetzt Zeit. Ja, dann müsste ja vieles gehen, was ich schon immer mal wollte. Also einfach den Spieß umdrehen. Ja? Nicht dran denken, was nicht geht, sondern überlegen, was geht jetzt alles? Das ist Hey eine ganz. Alter, was geht? Ja, also das ist, ich glaube, das ist wirklich eine ganz wichtige Sache. Und dann Das eben auch haben berühmte überlegen, Rapper schon gesagt. also Und was Buddha wollte auch. ich denn? Was wollte ich denn schon machen? Und dann natürlich kann man überlegen, wem kann ich helfen? Weil Ja. man muss auch wissen, anderen helfen ist, das tut einem selber am allerbesten. Ja, das gibt's auch, das weiß man auch wirklich sehr gut. Also wem könnte ich jetzt helfen? Und das sind ganz simple Sachen. Und wer jetzt auf Dauerbespaßung setzt, gab ja auch Politiker, die gesagt haben, jetzt Netflix für alle kostenlos. Da kann ich nur sagen, um Gottes Willen. Also wer das jetzt braucht, der tut mir leid, In weil Italien gab es YouPorn-Zugänge für die Männer. der weiß offenbar nicht, was er mit seinem Leben anstellen soll. Und der hat auch sozusagen ohne Corona schon ein großes Problem. Und ich kann nur sagen, es ist nicht gut, immer nur reflexhaft von außen zu warten, bis was kommt und dann irgendwie zu reagieren, sondern wirklich, sein Hirn in die Hand nehmen, selber machen, ja, und nicht warten, was da kommt. Das ist es, glaube ich. Das ist es auch in der Krise. Die Sache in die Hand nehmen. Und da muss halt ein bisschen was drin sein, damit man dazu in der Lage ist. Deswegen, also, halt, das muss ich noch sagen, Eckart. Was ich ja irre finde, jetzt müssen alle digital in die Schule gehen, ja? Und was zeigt sich jetzt? Dass es halt so schlecht funktioniert. Also, es ist ja viel, viel spaßiger, wenn ein Lehrer da ist, mit dem man auch mal Schabernack machen kann, als wenn man da am Computer hockt und man kann eben keinen Schabernack mehr machen. Ja? Es Man fehlen muss. einem auch die großen Pausen. Ja, also es ist so viel schöner in der Schule zu sein, als vor so einem blöden Bildschirm zu hocken. Das ist hoffentlich dem Letzten klar. Und dann kann man noch ergänzen, was sich jetzt auch zeigt, ist, die Schwachen, die lernen natürlich am wenigsten am Computer. Also einem richtig guten Schüler, dem könnte ich ja sogar ein Buch in die Hand drücken. Im Hey, schlimmsten Fall. im schlimmsten Fall, und sagen, lies das, das ist spannend und interessant. Und dann liest er das sogar, ja. Ja. Und dann hat er auch was kapiert und hat ihn vorangebracht. Aber das klappt natürlich nur bei den wirklich guten Pfiffigen, bei denen auch schon viel in der Birne ist. Und die Schwachen, die leiden jetzt ganz stark. Das müssen wir einfach wissen. Und es haben ein paar schon irgendwie intuitiv begriffen, die gesagt haben, dann machen wir jetzt einen Freifahrtschein für sitzen bleiben. Also es darf jetzt jeder eine Ehrenrunde reden, da machen wir gar nichts drum. Wir rechnen das auch nicht negativ an. Ich kann nur sagen, was ist das eigentlich für eine eigenartige Bankrotterklärung des digitalen Unterrichts, wenn man jetzt schon sagt, dann sollen also die es brauchen, eine Ehrenrunde reden. Ich glaube, wir sollten lieber sagen, hey, wir benutzen die digitalen Medien jetzt so gut es geht und überlegen uns, wo es gut geht, können wir auch weitermachen. Ja? Aber es stellt sich vor allem raus, es gibt nichts Besseres als ein Lehrer und Schüler ohne digitalen Schnickschnack drumherum. Du schreibst, wie ich dich kenne, garantiert auch schon wieder an deinem nächsten Buch. Worum wird es gehen? Ja, ich schreibe gerade an mehreren Dingen, aber ich schreibe ein Buch tatsächlich über Naturerleben und wie wichtig das ist. Ich schreibe ein Buch, weil es immer heißt, ach, der Spitzer mit seinen Krankheiten, der kann ja nur noch über Krankheiten reden und erfindet dauernd neue. Nein, ich schreibe jetzt ein Buch über Gesundheit und zwar geistige Gesundheit und das Buch wird Mentale Stärke heißen. Ich hoffe sehr, dass beide, das über Natur und das über mentale Stärke, dieses Jahr noch rauskommen. Es gibt kein Mehl mehr, aber es gibt mentale Stärke. So ist es. Es gibt nicht nur kein Mehl mehr, es gibt auch keine Hefe mehr. Das habe ich leidvoll rausgekriegt, denn ich backe jede Woche Brot. Und da war ich mal eine Zeit lang ziemlich am Anschlag, weil Mehl hatte ich noch, beziehungsweise Körner, ich mahle ja selber, aber Hefe war. Aber wenn einer was gebacken kriegt, dann Manfred Spitzer, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Bleib Ja, aufrecht. tschüss. Wir freuen uns auf all deine Inspirationen.
Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert und kommentiert oder eine Mail schickt an hirschhausenzuhaus@posteo.de. Bleibt munter, wir sehen uns wieder hier und hoffentlich bald auch wieder analog. Euer Eckart.